Nächste Rednerin, ich begrüße sehr herzlich Claudia Stamm, Landtagsabgeordnete der Grünen. Hallo, liebe Frauen, liebe Männer, liebe alle. Ich durfte bisher jedes Jahr dabei sein bei Bonn William Rising und ich kann nur sagen, es ist so ein Termin, der so schön ist und so gut tut. Es gibt einfach Kraft und es ist richtig gut, die Power hier zu spüren und sie mitzunehmen. Gewalt gegen Frauen weltweit ist wohl oder ist die häufigste Verletzung von Menschenrechten und eine von drei Frauen erlebt Gewalt in ihrem Leben und zwar eben völlig unabhängig von ihrer Nationalität oder von der sogenannten Schichtenzugehörigkeit. Und Gewalt an Frauen geht uns alle an und mit alle meine ich nicht nur alle, die hier sind, uns, sondern tatsächlich alle. Es ist einfach eine Ungerechtigkeit ohne Ende, wie sehr Gewalt an Frauen oft noch tabuisiert wird, bagatellisiert wird und eben zu wenig dagegen getan wird. Es geht alle an, Männer wie Frauen, und wir müssen die Männer in die Pflicht nehmen, das ist auch ihre Aufgabe, gegen Gewalt an Frauen vorzugehen, und zwar eben nicht nur heute, nicht nur am Valentinstag, sondern immer. Und Bonn William Rising, diese powervolle Bewegung, es ist einfach, ja, es tut so gut, hier gemeinsam zu tanzen, lautstark aufzustehen und diese Kraft damit nach Hause zu nehmen, diese Solidarität, die wir hier spüren. Und es zeigt, Bonn William Rising München ist heute ganz interkulturell und inklusiv. Mein Hut ab an die Veranstalterinnen, an die Organisatorinnen und ein ganz großes Dankeschön an die Dolmetscherin. Es ist, glaube ich, ein ganz extra Applaus für beides wert. Vielen Dank. Im Moment erleben wir elendig viele Krisen und viele Fluchtbewegungen in der ganzen Welt. Und da Gewalt an Frauen, gerade Vergewaltigung an Frauen, Massenvergewaltigung an Frauen, ist eine Waffe. Es ist nichts anderes als eine Kriegswaffe und das darf man nicht bagatellisieren. Und hierauf müssen wir nochmal lautstark aufmerksam machen, denn Frauen sind in Krisensituationen besonders gefährdet und besonders schutzbedürftig. Deshalb lasst uns heute lautstark gemeinsam tanzen. Seit 3 Jahren ist Bonn William Rising die weltweit größte Bewegung gegen Gewalt an Frauen. Und jedes Jahr tanzen Frauen und Männer überall auf der ganzen Welt in mehr als 200 Ländern. In Deutschland wird heute in 150 Städten, nämlich von Stralsund bis Garmisch und vom Brandenburger Tor bis zum Sendlinger Tor. Ja! Yeah. Gewalt gegen Frauen geht alle an und Väter, Brüder, Freunde, stellt euch nicht nur am Valentinstag an die Seite der Frauen, setzt ein Zeichen für ein Ende der Gewalt und gemeinsam vor Lebensfreude und Power von Bonn William Rising geht diese Power aus und es ist zu spüren, es ist gut so. 1 Milliarde tanzt, München tanzt mit, lasst uns also tanzen, jetzt hier am helllichten Tag unter freiem Himmel. Viel Erfolg noch. Für diesen engagierten Redebeitrag. Wir machen jetzt weiter mit der letzten Rednerin. Ich begrüße ganz herzlich Nicke Kiffram vom Ausländerbeirat der Landeshauptstadt München. Hallo liebe Frauen, liebe Mädchen, liebe Männer. Wie man sieht, weil ich so klein bin, man muss immer, was Mikro anbelangt, bei mir irgendetwas machen, dass ich dann überhaupt darauf sprechen kann. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Ausländerbeirates der Landeshauptstadt München. Kurz zum Ausländerbeirat, wir haben in unserer Periode zum ersten Mal geschafft, dass 20 Frauen von 40 innerhalb des Ausländerbeirates vertreten sind. Bis dato waren die Frauenanzahl innerhalb des Ausländerbeirates ganz, ganz gering gewesen. Deshalb konnte man eben solche Themen, was uns anbelangt, nicht so in die Nähe bringen können. Und deshalb finde ich es ganz toll, dass Ausländerbeirat so einen großen Dankeschön, Schritt nach vorne gemacht hat und dass die Frauen wirklich innerhalb des Beirates gut vertreten sind. Ich bin zum ersten Mal live dabei. Ich habe immer davon gehört und ich habe immer
mitbekommen, dass eben so viele gute Veranstaltungen für das Feier geplant ist. Aber wie gesagt, ich bin zum ersten Mal dabei. Ich bin auch sehr, sehr begeistert, wenn ich so viele Mädchen sehe und so viele auch Jungs dabei sehe und so viele Frauen. Das freut mich sehr. Ich möchte ein Thema ansprechen, vielleicht ganz kurz für unsere junge Frauen, die eben die Zukunft mitgestalten wollen, auch im Arbeitsleben werden Frauen diskriminiert und auch Frauen verdienen 23% weniger als die Männer, selbst in unserer fortgeschrittenen Demokratie. Deshalb müssen wir Hand in Hand sehr viel für uns tun und machen. Ein weiteres Thema will ich unbedingt hier ansprechen. Die Frauen müssen auch die Familie aufrechthalten, die Frauen müssen auch die Tradition beibehalten, Traditionpflege. Und wichtigste Aufgaben, was es gibt, schiebt man immer in unsere Schuhe rein. Das ist auch zum Teil vielleicht gut so, aber was Tradition anbelangt, möchte ich zwei Sachen unbedingt ansprechen. Ehrenmorde ist keine Tradition. Und Frauenbeschneidung ist keine Tradition. Ne? Deshalb müssen wir wachsam sein mit unseren Themen, wo eben als Tradition in die Schuhe geschoben werden. Wir dürfen das niemals akzeptieren, dass das Tradition ist. Wir müssen auch in München sehr, sehr aufmerksam sein gegenüber Frauen, die im Moment aus dem Ausland gekommen sind, die geflüchtet sind. Wir haben mittlerweile auch sehr viele Frauen und junges Mädchenanteil als Flüchtlinge in München und wir müssen mit denen solidarisieren, wir müssen mit dieser Frauen unbedingt zusammenhalten und diese Frauen möchte ich auch bitten, hier gibt es einen Ausländerbeirat der Landeshauptstadt München. Wir sind eine gewählte, direkte politische Vertretung von Ihnen. Wir können für Sie auch was tun und deshalb kommt und macht mit. Ich wünsche euch noch viel Spaß und weiterhin ganz tollen Tanz. Ciao.